Wer bist du? Mein Name ist Hubertus Heil, ich bin 49 Jahre alt, verheiratet. Ich bin und ich werde Bundesminister für Arbeit und Soziales in der Regierung von Olaf Scholz sein. Mein Name ist Svenja Schulze. Ich übernehme das Ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung. Ich bin Karl Lauterbach, Gesundheit. Mein Name ist Clara Geiwitz, ich komme aus Potsdam, bin Mutter von 3 Kindern. Ich übernehme das Ministerium für Wohnen, für Bauen und für Stadtentwicklung. Ich bin Wolfgang Schmidt, 51 Jahre. Ich werde Chef des Kanzleramtes, also der Bundesminister für besondere Aufgaben und bin damit derjenige, der versucht, die Regierungszentrale zu organisieren. Christine Lambrecht, Bundesministerium der Verteidigung. Mein Name ist Nancy Faeser, 51 Jahre alt, Ministerium für Inneres und Heimat. Was qualifiziert dich für diesen Job? Ich denke vor allen Dingen meine berufliche Qualifikation. Ich habe als Wirtschaftsanwältin in Frankfurt gearbeitet, bin seit über 20 Jahren jetzt Rechtsanwältin und habe 12 Jahre lang in der Innenpolitik gearbeitet, war Obfrau im Untersuchungsausschuss NSU und habe sehr viel gegen Rechtsextremismus gearbeitet. Das wird sich zeigen, aber also ich hoffe, dass ich mich gut genug auskenne mit Wehren, aber auch mit Gesundheitspolitik. Ich habe in meinen 20 Jahren jetzt in der hauptberuflichen Politik sehr viel im Bund gemacht, in 2 Ministerien. Ich war 7 Jahre lang Staatsrat, also Staatssekretär in Hamburg, in einem Land, war Bevollmächtigter, also hier der Vertreter Hamburgs beim Bund, war in der Fraktion tätig als Büroleiter des ersten parlamentarischen Geschäftsführers und war auch lange im Willy-Brandt-Haus. Das heißt, ich kenne sowohl die Partei, ich kenne die Fraktion, ich kenne Länder, ich kenne die Bundesregierung und die Aufgabe im Kanzleramt ist es, all diese verschiedenen Akteurinnen und Akteure zusammenzubringen, gut zu koordinieren und vor allem natürlich dafür zu sorgen, dass die 3 Parteien und die Ministerien gut zusammenarbeiten, sodass wir eine erfolgreiche Regierung sein werden. Das ist eine große Herausforderung, dieses Haus zu führen und mit meinen Erfahrungen aus dem Finanzministerium, aus dem Justizministerium und jetzt auch aus dem Familienministerium, glaube ich, bringe ich da das richtige Rüstzeug mit, um in so einem großen Haus eben auch dafür vorbereitet zu sein, was auf mich zukommt. Und das wird eine Menge sein. Naja, ich habe als Umweltministerin in den letzten Jahren schon Außenpolitik gemacht und Klimapolitik. Und das ist auch ein wichtiges Thema jetzt im BMZ. Ganz wichtig ist, unser Hauptziel ist vor allen Dingen 400.000 Wohnungen zu bauen jedes Jahr. Und das klappt nur, wenn man das gemeinsam mit den Bundesländern macht und mit den Kommunen. Und ich habe lange Jahre in der Stadtverordnetenversammlung von Potsdam gesessen, war 15 Jahre Landtagsabgeordnete. Und mein Ziel ist es, dass man gemeinsam mit dem Bauhandwerk, der Bauindustrie, aber natürlich auch den Ländern und den Kommunen diese riesige Herausforderung wuppt. Ich glaube, dass ich politische Erfahrung mitbringe. Ich habe in den letzten 4 Jahren das Bundesministerium für Arbeit und Soziales geleitet. Aber vor allen Dingen bringe ich eine sozialdemokratische Überzeugung mit. Ich will mithelfen, dass unsere Gesellschaft in Zeiten rasanten Wandels gut zusammenhält. Nenne bitte 3 Fakten, die man über dich wissen muss. Ich bin Niedersachse, ich bin seit meinem 16. Lebensjahr Sozialdemokrat und ich bin begeisterter Familienvater. Naja, ich bin ein fröhlicher Mensch. Ich engagiere mich schon seit vielen, vielen Jahren für Gleichstellung. Ich glaube, das ist auch gut fürs BMZ. Und das Dritte ist, ich arbeite unglaublich gerne im Team und freue mich immer über Unterstützung. Ich bin Jurist, ich bin schon eine ganze Weile mit Olaf Scholz zusammen und ich bin Anhänger des FC St. Pauli. Ich rechne gerne, also ich war bis jetzt beim Landesrechnungshof, das heißt, mir sind Zahlen ganz wichtig, ohne Geld wird es nicht gehen, wir müssen investieren, wir müssen ganz viel Städtebauförderung machen und eine andere Eigenschaft ist, ich habe einen ganz langen Atem, weil ich glaube, wir müssen ja auch dicke Bretter bohren, aber gleichzeitig ist auch mein Ehrgeiz, dass wir die Planungsprozesse, die Bauprozesse, dass wir die schneller machen, weil diese Ungeduld habe ich dann auch. 3 Fakten, also ich bin neugierig, also ich engagiere mich für Klimaschutz und also ich beiße mich in das Gesundheitsministeramt hinein. 3 Fakten. Ich lache gerne. Ich arbeite sehr viel und erwarte das auch von meinem Umfeld. Und ich esse gern Schokolade. Ah, überzeugte Sozialdemokratin, mit 16 in die Partei eingetreten, kommunalpolitisch immer sehr engagiert. Und ich glaube, ich nehme das als Kompliment, wenn andere über mich sagen, ich sei durchsetzungsstark. Was ist dein wichtigstes Ziel in den kommenden 4 Jahren?
In diesem Amt wird es darauf ankommen, dass wir den Soldatinnen und Soldaten, den Reservisten, die eine tolle Arbeit leisten, Respekt entgegenbringen. Und das drückt sich nicht nur aus in Worten, sondern da müssen auch Taten folgen. Und dazu gehört es, dass sie auch so ausgestattet sind, was mit allem, was sie brauchen. Deswegen muss das Beschaffungswesen dringend reformiert werden. Das ist eine Riesenherausforderung. Und wir haben uns darauf verständigt, dass in Zukunft Auslandseinsätze evaluiert werden, dass es eine Exit-Strategie gibt. Das muss umgesetzt werden. Und ich könnte noch eine ganze Menge mehr auflisten. Da ist richtig was zu tun und ich freue mich drauf. Mein wichtigstes Ziel ist tatsächlich, die aktuell größte Bedrohung gegen die demokratische Grundordnung, den Rechtsextremismus, zu bekämpfen und vor allen Dingen die zivilgesellschaftlichen Organisationen, die dort unterwegs sind, zu stärken und vor allen Dingen finanziell zu verstetigen. Dass wir also so gut wie denkbar durch die Pandemie kommen und dass wir mit so wenigen Toten und Schwererkrankten das schaffen werden. Mein wichtigstes Ziel ist auch, international für Klimaschutz zu sorgen und da unsere Unterstützung zu leisten. Dazu gehört auch internationale Solidarität, also Deutschland muss auch finanziell einen Beitrag leisten. Und das Dritte, das ist die Corona-Pandemie. Wir werden die Pandemie nur besiegen, wenn wir das weltweit tun. Und deswegen werden wir auch die Impfstoffe weltweit verteilen müssen. Da will ich mich mit drum kümmern. Es geht um Arbeit, es geht um Respekt vor guter Arbeit, es geht um Leistungsgerechtigkeit, es geht um anständige Löhne und darum, dass wir einen starken Sozialstaat haben, der unsere Gesellschaft zusammenhält, der den Bürgerinnen und Bürgern in Zeiten rasanter Veränderung zur Seite steht und nicht vor der Nase hängt. Mein wichtigstes Ziel ist, dass am Ende der Legislaturperiode jede junge Familie, die sagt, ich will eine größere Wohnung, jede ältere Person, die sagt, ich will eine barrierefreie Wohnung, dass die dann auch nicht stöhnt und sagt, das geht sowieso nicht, sondern dass es eine gute Chance gibt für alle, die Wohnung zu finden, die sie genau brauchen und die sie auch bezahlen können. Ich möchte, dass diese Regierung gut arbeitet, so gut arbeitet, dass sie dann in 4 Jahren wiedergewählt wird.